im Jahr 2008, da ist irgendjemand auf die Idee gekommen, Cannabis mit Blei zu strecken, was dafür gesorgt hat, dass wir die größte Bleivergiftungswelle seit Ende des Zweiten Weltkriegs hatten. Auch hier sind wieder enorme Kosten entstanden, enormes Leid entstanden. Das Einzige, was von der Bundesregierung kam, ja, der konsumiert hat es nicht. Naja, sehr realitätsnah. Ich könnte jetzt auch noch weitermachen mit Entwurmungsmitteln, in Kokain, wo man einfach so die Ohrläppchen abhauen, etc. Wenn man die Sache mal ein bisschen empirisch betrachten möchte, dann ist die beste Quelle zum Thema Streckmittel der Streckmittelmelder des Deutschen Handverbandes, weil die LKAs, die analysieren auch Drogen, das haben sie inzwischen zugegeben, hochoffiziell in der Bundestagsangehörung, dass sie auch Drogen analysieren. Die rücken aber die Ergebnisse nicht raus, leiten die auch nicht weiter und die Bundesregierung behauptet weiterhin, es gibt keine Streckmittel. Naja, wenn man sich dann mal anschaut, also wir haben einen Streckmittelmelder bei uns auf der Homepage, wo Leute sich melden können, wenn sie gestrecktes Cannabis vorgefunden haben. Das gibt auch ein paar relativ charakteristische Eigenschaften von diesem Cannabis. Wenn das mit Rix gestreckt ist, also eine Zucker-Plastik-Mischung ist, merkt man das, weil einfach die Joints nicht mehr richtig abaschen, eine total schmierige Asche hinterlassen. Und hier habe ich das mal aufgetragen, deutschlandweit. Man merkt, es gibt eigentlich kaum Regionen, wo keine Meldungen herkommen. Also das sind die Regionen, aber ich glaube, da wohnen noch nicht so viele Menschen. Und genug Regionen, in denen uns die Leute auch berichten, es gibt nichts mehr anderes. Es gibt nur noch gestrecktes Cannabis. Das ist ein Ergebnis aus wie vielen Berichten? Also das sind inzwischen mehr als 3000. Bundesregierung behauptet, bis auf vereinzelte Berichte auf der Seite des Deutschen Handverbandes liegen uns keine Erkenntnisse vor. Also natürlich werden da auch Meldungen dabei sein, die vielleicht Quatsch sind. Aber bei 3000 Meldungen, bei genug Leuten, die uns das auch aus erster Hand live von den Farben berichten konnten oder auch Videos gedreht haben, gibt es auch auf YouTube inzwischen massenweise die Meldungen. Da ist eine ganze Menge Dreck unterwegs. Und das sorgt einfach dafür, dass Cannabis gefährlicher wird, als es nötig ist. Das ist auch eine Nebenwirkung unserer Politik. Ich komme ganz kurz zu einem Bereich, das ist das Drogenpolitikproblem. Das ist mir jetzt gerade die letzte Parade wieder untergekommen, deswegen will ich es unbedingt erwähnen. Also, dass jemand von der CSU weiterhin behauptet, Cannabis ist eine Einstiegsdroge, ist ja erstmal nicht weiter verwunderlich, weil das ist die CSU, die ist sowieso gegen alle Drogen. Wenn man mal offizielle Quellen fragt, was von dieser Einstiegsdrogenthese zu halten ist, also von der These, dass wenn jemand Cannabis konsumiert, er vermutlich auch irgendwann Heroin konsumiert und hier auf dem Bahnhofsklo landet, sagt das Bundesverfassungsgerichtsurteil, These wird überwiegend abgelehnt. Professor Kleiber, der im Auftrag der CSU, also des Gesundheitsministers Seehofers, eine Studie verfasst hat, sagt, nach wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht haltbar. Er sagt, der Kommentator des Betäubungsmittelgesetzes hat sich als Mythos erwiesen. Drugcom, das ist die offizielle Präventionsplattform der Bundesregierung, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung betrieben. Schrittmacherfunktion wissenschaftlich nicht haltbar. Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen und die ganzen Selbsthilfeverbände, teilweise auch die ganzen Abstinenzverbände vertreten sind, trifft nicht zu. Natürlich haben viele Heroinabhängige vorher Cannabis konsumiert, der Umkehrschluss ist Bullshit. Höchst offizielle Quellen, gerade der Bundesregierung, die sich vorwerfen, Cannabis zu verharmlosen. Und warum ist das leider relevant? Na, wegen so Gestalten. Das ist ein Auszug aus einer Rede, die vor 2 Wochen im Bundestag gehalten wurde, von der drogenpolitischen Sprecherin der FDP. Mit Sprüchen wie, der Weg zum Heroin ist dann nur noch leider sehr kurz, wenn es um Cannabis geht. Da gibt es eine Frau Betzing, SPD, ehemalig Bundesdrogenbeauftragte, hat im Kontext der Anhebung der geringen Menge in Rheinland-Pfalz auch wieder gesagt, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Das belegen eigentlich alle Untersuchungen. Also wenn eine Bundesdrogenbeauftragte, eine ehemalige, Aussagen trifft, wo nicht mehr ihr eigenes Portal, was sie damals eingerichtet hat, das bestätigen kann, dann frage ich mich schon, wie, auf welchem Niveau wird hier Politik gemacht? Und das ist im Prinzip, nur als kurzer Input, in der Kürze der Zeit, wir haben ein Drogenpolitikproblem. Also wenn Leute im Bundestag sich hinstellen können, drogenpolitische Sprecher, ehemalige Drogenbeauftragten und Dinge von sich geben können, wo schlicht und ergreifend jeder, der sich seriös und wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt, sagt, das ist ein Mythos, das ist nicht haltbar.
dann muss man, merkt man einfach, auf welchem Niveau hier Politik betrieben wird. Das erstmal Vorbemerkung. Was ist Drogenpolitik? Wie sieht sie derzeit aus? Kommen wir zu dem Punkt, weswegen wir als Handverband meinen, man sollte legalisieren. Was bedeutet das überhaupt? Unsere zentralen Aussagen hier sind: Erstens, Cannabiskonsum ist keine Vorstufe zu einer behandlungsbedürftigen Krankheit. Da würden jetzt erstmal relativ viele Leute sagen, ja, ist doch klar. Genauso wie Alkoholkonsum. Also wenn ich die Leute sitzen würden, die jetzt ein Bier trinken würden, würde ja keiner sagen, oh, das ist der Anfang einer Abhängigkeitskarriere und in ein paar Jahren bist du dann schwerer Alkoholiker. Wird keiner jetzt der breiten Masse unterstellen, dass sie so enden würden. Aber genau das, wie ich gleich ausführen werde, ist offizielle Richtlinie der Drogenpolitik in Deutschland, die sagt, bei illegalisierten Drogen ist Abstinenz das einzige legitime Ziel. Da gibt es keinen kontrollierten Konsum, da gibt es keine differenzierten Nachrichten, so wie, was weiß ich, don't drink and drive, das ist eine klare Nachricht. Leute, wenn ihr was getrunken habt, dann bitte nicht im Straßenverkehr teilnehmen. Versteht jeder? Bei illegalen Drogen, auch Cannabis, gibt es das nicht, weil das macht alles krank und abhängig. Die nächsten Thesen, nur kurz aufgeführt. Das Verbot schützt niemand und hält auch niemand vom Konsum ab. Das sagen auch genug Befragungen, haben auch die Zahlen, also gerade der Vergleich mit den Niederlanden, gezeigt. Nur weil es verboten ist, ist es für die Leute kein Grund, es nicht zu konsumieren. Was wir auch haben ist, wir haben einen unkontrollierten Schwarzmarkt, der Cannabis gefährlich macht, als es dringend nötig wäre. Beispiel Streckmittel, wenn sich Politiker beschweren, dass der THC-Gehalt von Cannabis irgendwie nicht kontrolliert wäre. Ja, was ist denn die Schlussfolgerung daraus? Dann müssten wir ihn kontrollieren, aber das kann nicht im Schwarzmarkt geschehen. Wir haben auch den Punkt, dass das Verbot natürlich Ressourcen kostet oder eine glaubwürdige Prävention verhindert. Dazu komme ich gleich noch mit ein paar Zahlen. Und deswegen kommen wir zu dem Fazit, dass das Verbot dem Gemeinwohl schadet und deswegen ein Punkt ist, der nicht nur Cannabis-Freunde interessieren sollte, nicht nur politische Parteien interessieren sollte, sondern jeder Bürger sich überlegen sollte, möchte ich für diesen Schwachsinn, dass Cannabiskonsumenten von der Polizei gejagt werden, die Gerichte damit belastet werden, möchte ich das mit meinen Steuergeldern bezahlen? Hat der Staat überhaupt das Recht dazu? Kurz zu dieser Sache mit der Abstinenz. Also in der Theorie, in der Verbotspolitik gibt es nur Abstinenz oder Abhängigkeit. Was anderes gibt es nicht. Jeder Konsum ist der Weg in die Abhängigkeit, ist der Weg zu einer behandlungsbedürftigen Krankheit. Das wurde jahrelang so gepredigt. Gibt es auch noch in den offiziellen Richtlinien. Das hat Herr Kohl damals im Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan festgeschrieben. Aber auch Rot-Grün hat es im Aktionsblatt Drogen und Sucht, was das Nachfolgepapier war, nett sozialpädagogisch verpackt. Die Gewinne sind bleibt die gleiche. Die Praxis ist, ein kontrollierter Konsum ist möglich. Die Mehrheit der Konsumenten aller Drogen, selbst bei Heroin und Kokain, konsumieren kontrolliert, regelgestützt. Und wenn Leute jetzt über Heroin und Kokain erstmal drüber stolpern, nur kurze Anregung. Erstens überlegt mal, wie viele Menschen der Gesamtheit aller Heroin-Konsumenten kennt ihr? Welche Vorauswahl wurde getroffen? Natürlich die Leute, wo es schiefgegangen ist, die auffällig wurden. Und wenn jemand unauffällig kontrolliert konsumiert, findet man ihn nicht. Was auch ein gewisses Problem für die Forschung ist, überhaupt an diese Leute ranzukommen. Wer dazu mehr lesen möchte, dem kann ich nur dringend ans Herz legen. Geht bei Google ein, der kontrollierte Gebrauch von Heroin und Kokain. Da gibt es einen schönen Fachartikel aus dem Suchtmagazin, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Unsere Antwort als Handverband ist es, naja, das Gegenteil von Abstinenz und Abhängigkeit ist Drogenmündigkeit. Und das sollte eigentlich auch das Ziel von Präventionsarbeit sein, Menschen in die Lage zu versetzen, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Das kann natürlich auch die Entscheidung zur Abstinenz sein, in gewissen Situationen oder auch generell. Aber man muss den Leuten die Entscheidungen lassen, weil Abstinenz als persönliche Entscheidung ist eine vollkommen zu respektierende Entscheidung. Allerdings, wenn Abstinenz einer ganzen Gesellschaft verordnet werden soll, dann ist das eigentlich nur der Ausdruck einer totalitären Fantasie. Wie stellen wir uns nun eine Legalisierung vor? Was meint das überhaupt? Naja, wir wollen Cannabis-Fachgeschäfte, also wir wollen einen kontrollierten Verkauf von Cannabis, ausschließlich in solchen Fachgeschäften.
Also wir wollen nicht sowas haben, dass man eben bei eben schon mal einen Tank gefährt und sich nochmal 10 Gramm holt oder zum Kiosk marschiert, sondern wir wollen den Leuten auch damit bewusst machen, ihr kauft hier eine Droge, also damit ein Gut, was man schon mit einem gewissen Respekt zu behandeln hat, und das soll es halt nicht unbedingt an der Tanke geben. Bei Alkohol trifft das Gleiche zu. Auch das sind Produkte, die meiner Ansicht nach gerade der Handel eher bagatellisiert wird, komplett normalisiert, trivialisiert ist und es auch gerade zum Beispiel für jemanden, der weniger konsumieren möchte. Also versetzt euch mal die Lage von jemandem, der vielleicht mal ein Alkoholproblem hatte oder durch diese Gesellschaft marschiert. Er kommt nicht drum herum, dass er an jeder Gelegenheit den Alkohol in die Nase gerieben bekommt. Am Supermarkt, was ist an den Kassen? Süßigkeiten für die kleinen Kinder und die kurzen. Also das merkt man, also was für ein sehr trivialisierenden Umgang wir damit haben, der eigentlich falsch ist. Wir sagen, Drogen gehören in Fachgeschäfte. Damit ist natürlich auch beinhaltet, dass jeder seine Drogen besitzen darf. Und wo wir noch Gesetze brauchen, ist natürlich gerade der Bereich Jugend- und Verbraucherschutz. Meiner persönlichen Vorstellung nach sollte der Betrieb eines solchen Fachgeschäftes auch einfach an eine Person gekoppelt sein. Also eine Person hat eine Lizenz dann dafür, das zu betreiben. Und wenn Schindluder getrieben wird, also zum Beispiel Drogen an Minderjährige abgegeben werden, dann ist die Lizenz halt weg. Wenn man das mit dieser Stringenz auch bei Alkohol und Tabak betreiben würde, dann hätten wir da, glaube ich, deutlich weniger Probleme. Aber wenn jemand merkt, meine wirtschaftliche Existenz ist davon abhängig, dass ich das weiter verkaufen darf, dann wird ein Teufel tun, irgendjemanden, der sich nicht ausweisen kann, irgendwelche Sachen zu verkaufen. Es ist auch ein bisschen traurig, dass in Deutschland die Kassierer teilweise Angst haben, könnte ich dann vielleicht doch mal bitte den Ausweis sehen, also in einer sehr defensiven Haltung sind. In anderen Ländern ist es einfach vollkommen normal, dass wenn ich Alkohol kaufe, ich meinen Führerschein vorzeige. Es ist traurig, dass in Deutschland das immer noch derartig die Verkäufe in einer passiven Situation sind. Wo es natürlich weiter Gesetze geben muss, ist im Straßenverkehr. Also wer berauscht im Straßenverkehr teilnimmt, hat natürlich mit Sanktionen zu rechnen, aber natürlich auch nur genau dann, nicht wie heute, wo allein ein Besitzdelikt dafür sorgt, dass ich Ärger bekomme. Was ich auch machen kann, ist eine Abgabe auf Drogen erheben, um Hilfe und Prävention zu finanzieren. Dazu auch gleich ein paar ganz konkrete Zahlen. Man könnte jetzt auch viel im Detail diskutieren, wie das genau aussehen sollte. Wollen wir ein Werb- und Automatenverbot? Wäre ich prinzipiell dafür. Die persönlichen Lizenzen sind eine Idee. Man kann über Altersgrenzen viel rumphilosophieren. Ich meine, es gibt auch manche Leute, die zum Beispiel sagen, man sollte das Wahlalter abschaffen oder Wahlalter absenken. Da kann man beliebig viele Diskussionen zu führen. Und dann rate ich natürlich gerade auch Organisationen, die zum Beispiel das Wahlalter abschaffen wollen, auch mal drüber nachzudenken, ob Altersgrenzen eigentlich das richtige Instrument sind. Aber das nur als Anregung. Persönlich würde ich schon durchaus noch dafür sein, Altersgrenzen einzuführen. Das kennen die Leute. Und was man auch anbieten kann, aber das vielleicht auf freiwilliger Ebene, ist auch ein gewisser Drogenführerschein. Also solange wir an Schulen noch nicht eine Prävention haben, die diesem Namen auch gerecht wird, ist auch durchaus die Frage, ob man Menschen nicht die Informationen, die sie brauchen, wenn sie konsumieren, um gefahrenärmer zu konsumieren, um zu wissen, welche Wirkzeiten habe ich, ob man das den Leuten nicht geben sollte. Also ein Musterbeispiel dafür ist, dass man zum Beispiel Leuten, wenn sie zum Beispiel Cannabis verbacken, man ihnen vielleicht dringend ans Herz legen sollte, dass die Wirkung dann halt 1 bis 1,5 Stunden braucht, bis sie da ist. Weil die meisten Unfälle, die in dem Bereich passieren, ist, die essen ihre Kekse, merken, denken nach einer halben Stunde wirkt noch nichts und schieben nochmal 2 nach. Das geht natürlich schief. Ihr lacht, aber das ist eine der Informationen, die gerade ein junger, unerfahrener Konsument, der auch isoliert ist. Also bei vielen anderen Bereichen kann ich ja andere Leute fragen, kann ich Erwachsene fragen, kann ich erfahrene Leute fragen. Das ist im Bereich illegaler Drogen deutlich schwieriger. Und deswegen wäre es auch Aufgabe einer Legalisierung, überhaupt Informationen mal zu verbreiten, dann könnte man einige Probleme vermeiden. Welche Effekte hatte das? Nur kurz angerissen, ja, den Zusammenbruch des Schwarzmarktes in diesem Bereich. Natürlich sind die Profite von Taliban und Co. eher von Opium abhängig, aber ein nicht kleiner Teil der Profite, die zum Beispiel mexikanische Kartelle machen, verdienen sie mit Cannabis. Da ist zwar der Profit pro Mengeneinheit nicht so hoch, aber da macht sie Masse, weswegen genug Mexikaner als
letztes Jahr die Volksabstimmung in Kalifornien war, ob man dort ins Cannabis legalisieren sollte, sich ganz klar dafür ausgesprochen haben, liebe Amerikaner, kümmert euch mal um euren Drogenmarkt, legalisiert das Cannabis mal endlich, damit unsere Kartelle nicht weiter Milliardengewinne haben. Auch in Deutschland haben wir genug Bereiche der organisierten Kriminalität, die sich auch damit finanzieren. Hells Angels und Co. Ich war am Montag in Bochum. In NRW ist das noch viel mehr ein Thema. Aber auch hier in der Gegend, in Frankfurt war das ja auch dickes Thema. Auch das sind Sachen, wie finanzieren die sich natürlich auch über trivialen Cannabishandel. Aber auch diese Aussagen gelten auch für alle anderen Sachen. In heutigen Zeiten muss man ja als politisch denkender Mensch auch immer sagen, naja, Steuereinnahmen, 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 Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Für mich persönlich ist das jetzt nicht der Faktor, weswegen ich für eine Cannabis-Legalisierung bin, aber auch das sind positive Nebeneffekte. Wir könnten uns unglaublich viel Repressionskosten sparen, man könnte Gerichte entlasten. Also ich sage auch immer ganz platt, wenn jemand wie Roland Koch gerne möchte, dass jugendliche Gewalttäter schneller der Prozess gemacht wird, dann sollte einfach mal Cannabis entkriminalisieren, weil unsere Gerichte sind vollgestopft mit derartigen Prozessen und die verstopfen das ganze System, was auch für das Rechtsempfinden und für den Rechtsstaat als solches einfach eine schädliche Auswirkung ist, wenn mit solchen Bagatelldelikten Gerichte vollgestopft werden. Und wir hätten auch weniger Gesundheitsaufgaben durch gute Drogen, also damit man nicht saubere Drogen, ungestreckte Drogen, dosierbare Drogen. Wenn jetzt jemand sagt, naja, aber ich will doch nicht, dass die Kiffer hier kiffen und dann auf Kosten der Krankenkasse da irgendwie behandelt werden, na gut, das werden sie heute schon, die gesamten Gesundheitskosten, die durch den Konsum illegalisierter Drogen entsteht, haben wir heute. Und jede Maßnahme, die für weniger Gesundheitsschäden sorgt, sorgt auch für weniger Gesundheitsausgaben. Und ich denke, es ist trivial festzuhalten, dass natürlich saubere Drogen, nicht gestreckte Drogen, dosierbare Drogen weniger schädlich sind als das, was auf der Dreck, der auf dem Schwarzmarkt verbreitet wird. Sei es Brix drin, sei es Milzbranderreger, könnte man zu jeder Droge noch beliebig viele eklige Beispiele finden. Und mehr Informationen, verfügbare Informationen, würden auch immer helfen. Ich bin im Vorfeld über relativ viele Zahlen drüber gehuscht. Ich möchte mal die Zahlen, also ein paar wenige Zahlen wirklich mal konkret nennen und sie auch ein bisschen anschaulich machen. Laut einer Studie des Gesundheitsministeriums haben wir drogenbezogene Ausgaben, also bezüglich illegalisierten Drogen, aber im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung Ausgaben von mindestens 3,4 bis 4,4 Milliarden. Das sind 2/3 aller Ausgaben für illegalisierte Drogen, die Wissenschaftler gefunden haben. Also ein Großteil alles Geldes, was im Bereich illegale Drogen ausgegeben wird, gibt der Staat nicht irgendwie für Therapie aus, für Präventions-, für Hilfsmaßnahmen, sondern gibt es für Repression aus. Für Polizei, für Justiz, für Gefängnisse. Allein im Bereich Cannabis sind es 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro gibt der Staat jedes Jahr aus, um primär, also 2/3, 3/4 aller Fälle, Kiffer zu jagen. Einfache Konsumenten oder Kleindealer zu jagen. 1 Milliarde. 1 Milliarde mal veranschaulicht. Wir haben, zumindest war das früher mal so, ca. 1 Million Studenten in Deutschland. Es gibt ja immer viel Debatte um dieses komische Thema namens Studiengebühren. Mal die Hochrechnung, 1 Million Studenten, 500 Euro Studiengebühren pro Semester, würde auch 1 Milliarde Ausgaben machen. Also wir könnten mal eben schnell den gesamten Hochschulen so viel Geld zukommen lassen. Wie? Also einfach, indem wir Cannabis legalisieren und entkriminalisieren die Konsumenten, so viel Geld zukommen lassen, wie perfekt erhobene Studiengebühren, wenn sie denn durchsetzbar wären. Und ohne soziale Ausgleichsmaßnahmen, sondern wenn jeder Student da 500 Euro pro Semester zahlen würde. Das ist der gleiche Betrag, um den es hierbei geht. Und das ist der Punkt, wo ich sage, hier ist das Gemeinwohl betroffen. Wir haben angeblich zu wenig Geld für soziale Maßnahmen, für Bildung und leisten es uns, Kiffer zu jagen. Wenn man Cannabis komplett legalisieren würde, dann gehen wir sogar davon aus, dass nicht mal alle Gelder im Bereich Repression sofort einsparbar wären, sondern nur die Hälfte. Wir gehen von der sehr bescheidenen Cannabissteuer aus. Dann würden wir 1,2 Milliarden Euro weniger ausgeben, so sie mehr einnehmen. Das entspricht beispielsweise 19.000 zusätzlichen Stellen im Bereich Suchtprävention. Das sind umgerechnet eine halbe Stelle pro Schule, wo man spezialisierte Fachkräfte, die wirklich dafür ausgebildet sind,
Und ich besuche Prävention. Heute läuft dann schon, wo das irgendein Lehrer aufgedrückt bekommt oder irgendein Externer mal dazukommt oder gar ein Polizist kommt mit seinem Drogenkoffer und mal erklärt, was es alles gibt. Das sind Sachen, die bewiesenermaßen unterm Strich null Effekt haben, bei manchen Leuten sogar kontraproduktiv wirken. Also gerade diese reine, hier ist der Drogenkoffer und nehmt das alles nicht, Prävention. Gibt es Untersuchungen, die sagen, dass das Leute eher neugieriger macht und eher noch zum Konsum anregt. Also, Cannabis-Legalisierung, dafür sorgen, dass wir eine halbe Stelle in jeder Schule Deutschlands einstellen können, eine spezialisierte Fachkraft, die nichts anderes macht, als mal wirklich eine Präventionsarbeit zu machen, in einem Umfang, dass sie auch wirken kann. Wenn man die Zahlen nicht ganz so konservativ nimmt, die Cannabis-Steuer ein bisschen großzügiger nimmt oder auch darüber nachdenkt, vielleicht die Konsumenten anderer Drogen zu entkriminalisieren, kann man diese Zahl leicht verdoppeln. Und ich hoffe, das ist ein Bild, mit dem man was anfangen kann, dass wenn wir eine zusätzliche Stelle pro Schule hätten, dass das ein Umfang ist, wo wirklich ein Effekt spürbar wäre und nicht die paar Peanuts, die derzeit in diesem Bereich ausgegeben werden. Gut. Ich komme auch langsam zum Ende. Gut, welche Vorteile hätten wir? Soziale Vorteile, die ich auch sehe, der offene Umgang wäre möglich. Das halte ich persönlich für unglaublich wichtig. Ich habe auch dieses Stichwort Entstehung einer Drogenkultur. Was meine ich damit? Wie lernen wir den Umgang mit Drogen wie Alkohol? Den lernen wir in Familien, in Vereinen, mit Freunden, und das alles höchstens in der Grauzone, eher in der sehr geduldeten, wenn nicht gar beförderten Variante. Welchen Effekt hat das? Das hat den Effekt, dass wir gewisse soziale Regeln lernen, dass wir Traditionen lernen, dass wir einen Umgang lernen, dass wir uns einfach mal mit Bier anfangen und nicht mit Absinth anfangen. Und langsam unsere Fähigkeit entwickeln und deswegen deutlich eher damit umgehen können, als wenn ich auf irgendeiner Party irgendwas in die Hand gedrückt bekomme oder irgendein Zeug einfach mal ziehe, wo ich nicht mehr weiß, ob da THC drin ist und wie viel da drin ist oder sehr schlechten Bedingungen, wo ich auch niemanden fragen kann. Deswegen sage ich, eine Entkriminalisierung würde dafür sorgen, dass man überhaupt mal darüber sprechen kann, und das würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass soziale Kontrolle greifen kann. Und persönlich bin ich der Ansicht, dass wir haben Gesetze, strafbewährte Gesetze, die sind vielleicht so ein bisschen wirksam. Wir haben die Politik, die kann auch noch ein bisschen größeren Rahmen setzen und Einfluss haben. Aber was wirklich relevant ist, ist die Gesellschaft, ist der soziale Umgang mit gewissen Dingen. Das hat einen viel größeren Effekt und das kann nur funktionieren, wenn man nicht mehr Angst haben muss, verfolgt zu werden. Auch ein Lehrer darf eigentlich nicht zugeben, dass er mal Cannabis konsumiert hat und irgendwelche Ratschläge geben. Darf er nicht. Weil Abstinenz das Gebot ist, der offiziellen Drogenpolitik. Ich komme kurz zu den Nachteilen. Ich glaube, auf die vorletzte Folie. Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Würden wir Cannabis entkriminalisieren, den Markt regulieren? Naja, die Leute könnten es mal mehr ausprobieren. Oder vielleicht sogar immer mal wieder ausprobieren. Vielleicht sogar regelmäßig mehr konsumieren. Das ist immer das Hauptargument, was man abbekommt. Der Vergleich mit den Niederlanden gibt zum Beispiel einen sehr deutlichen Hinweis, dass dem nicht zwangsläufig der Fall ist. Und selbst wenn mehr Leute Cannabis mal probieren würden, wäre aufgrund der besseren Information, aufgrund dessen, dass sie keine gestreckten Drogen konsumieren, aufgrund dessen, dass sie wissen, was sie konsumieren, selbst dann gäbe es weniger Probleme und Drogenprobleme, damit komme ich wieder an den Anfang. Ich möchte die Probleme angehen, die es wegen Drogen gibt, nicht den Konsum als solchen. Das kann mit zum Zweck sein bei Jugendlichen, bei Kindern. Aber wenn ich eine Politik machen kann, die unterm Strich weniger Probleme produziert, dann ist sie eigentlich erfolgreich. Was denkbar ist, ist auch die Verlagerung des Konsums. Klar, vielleicht würden Leute aufhören, Alkohol zu trinken, mehr Cannabis konsumieren dafür. Das wäre allerdings, wenn man sich anschaut, welche verheerenden gesundheitlichen Folgen Alkohol, gerade chronischer Alkoholkonsum hat, für manche Leute vielleicht nicht mehr die schlechteste Entscheidung. Wenn sie einfach auch dann die Substanz konsumieren wollen, mit der Wirkung, die sie haben möchten, und nicht das, was gerade verfügbar ist oder legal ist. Zuletzt ein paar Schlagwörter, um zu schauen, naja, der Deutsche Handverband hat dann diese Vision, welche Zwischenschritte gibt es denn? Dann gibt es einmal, das diskutieren wir gerade in Berlin sehr stark, also auch da hat das Berliner Abgeordnetenhaus auch sogar einen Antrag, wirklich hochoffiziell beschlossen, dass sie das wollen, das Drug-Checking,
also die Möglichkeit, dass man seine Drogen anonymisieren lässt. Die Niederländer machen das, die Schweizer machen das seit Jahrzehnten. Da funktioniert das problemlos. Ist natürlich gerade für Partydrogen besonders relevant. Aber es wäre auch für alle anderen Drogen mal relevant. Damit die Bundesregierung überhaupt mal wüsste und offizielle Zahlen hätte, wie ist das dann mit Bricks und den anderen Streckmitteln? Dass wirklich die Polizei diejenigen sind, die als erstes das Blei finden, bevor sich hunderte Leute vergiften. All das sind Dinge, die der Gesundheitsförderung dienlich wären, aber in Deutschland von der Bundesregierung auch abgeblockt werden. Man könnte eine ganze Menge Dinge im Bereich Drogenmündigkeit und im Bereich Suchtprävention, auch da eher progressive Projekte zu fördern. Da gibt es hier in Frankfurt eine ganze Menge gute Beispiele. Gibt es halt aber auch leider deutschlandweit ziemlich gruselige Beispiele, die immer noch sagen, nehmt einfach keine Drogen und gut ist. Es gibt Dinge wie ein Modellversuch für legale Cannabisabgabe. Das ist eine Sache, die zum Beispiel die SPD in Schleswig-Holstein mal gefordert hat. Das war das Apothekenmodell, das man einfach mal ausprobiert. Was passiert denn, wenn wir Cannabis verkaufen, legal an die Menschen, das als Forschungsprojekt gesehen haben? Das wurde, bevor der Antrag überhaupt im Gesundheitsministerium ankam, von Herrn Seehofer, damals Gesundheitsminister, schon mal abgelehnt. Man kann sich mit dem Thema medizinische Verwendung beschäftigen und auch die geringe Menge anheben. Das hat die rot-grüne Landesregierung in NRW getan, die rot-grüne Landesregierung in Rheinland-Pfalz getan, Baden-Württemberg wird sie das hoffentlich bald noch tun. All das sind Dinge, wo man ein bisschen in die richtige Richtung gehen könnte. Ja. Und ja, das war im Prinzip das, was ich hier loswerden wollte. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich kann unsere Homepage mit gutem Gewissen nur empfehlen. Sie enthält sehr viele Informationen zum Thema Drogen und Drogenpolitik. Wir sind auch einer der wenigen Portale, die derartig viele Informationen in diesem Bereich anbieten, auch über Cannabis hinausgehend. Schaut mal vorbei, unser Newsletter ist auch immer recht lesenswert. Danke. Ja, danke schön für deinen Vortrag. Ich würde jetzt sagen, dass wir einfach direkt in die Diskussion einsteigen. Ich fange mal nicht an, sondern ich denke mal, es gibt genug Fragen von den anderen und Ich habe nur eine Verständnisfrage. Was heißt Prävalenz? Ja, das lasse ich den Vortrag einmal weg und dann gut, ich muss es auch sofort verwenden. Prävalenz ist einfach der Terminus technicus, ob ein gewisses Ereignis eintritt. Eine Lebzeitprävalenz ist einfach ein Ja auf die Frage, hast du jemals in deinem Leben Cannabis konsumiert? Und das wird üblicherweise halt gesamtes Leben, 12 Monate, 30 Tage. Das sind so die üblichen Kategorien, in denen BZGA und Co. das abfragen. Ja, das ist eine Folie, die ich rausgeschmissen habe, als ich versucht habe, den Vortrag ein bisschen kompakter zu bekommen. Jetzt rächt es sich. Wenn ich von Prävention rede, ist es richtig, viele Leute und auch nach den offiziellen Richtlinien der Bundesregierung ist das Ziel von Prävention, Konsum zu verhindern. Gerade bei den illegalisierten Drogen, aber auch bei den legalen. Wenn ich von Prävention rede, dann meine ich damit eigentlich die Förderung von Drogenmündigkeit, also die Förderung, Menschen aufzuklären, dass sie eigenverantwortlich selbst entscheiden können, was ist für mich richtig, was ist für mich falsch, in jeder unterschiedlichen auch Situation. Wer dazu mehr lesen möchte, empfehle ich sehr die Werke von Kollegin Gundula Barsch, FH Merseburg, die arbeitet mit dem Bereich soziale Arbeit und erzählt auch viel zum Thema Drogenmündigkeit. Dass ich den Begriff Prävention überhaupt verwende, da habe ich schon selbst meine Bauchschmerzen, weil dieser Grundgedanke, Prävention, ich möchte was verhindern, ich möchte was Schlimmes verhindern, schon drinsteckt und auch dieser Ansatzpunkt, Drogenkonsum an sich ist schon die Vorstufe für eine behandlungsbedürftige Krankheit, schon mit dabei ist. Und ich gehe davon aus, dass für die meisten Menschen, die Drogen konsumieren, der Genuss, der Rausch im Vordergrund steht und nicht, mir geht es irgendwann mal dreckig und ich gehe daran kaputt. Das ist bei den wenigsten Leuten der Fall und auch nicht die Intention, und gerade auch diese Aspekte zu fördern, also auch Genusskultur zu fördern, ist einer der Punkte, der eigentlich sehr wichtig wäre und Teil von Drogenmündigkeit ist. Gibt es Schätzungen, wie viel Geld die organisierte Kriminalität mit dem Vertrieb von Cannabis erwirtschaftet, also konkret jetzt für Deutschland? Konkret für Deutschland,
Da gehe ich mal davon aus, Größenordnung dürfte die gleiche sein, wie man an Cannabis-Steuer einnehmen könnte als Staat. Das liegt im einstelligen Milliardenbereich. Und je nachdem, wie man sich das anschaut, also ich kenne jetzt hauptsächlich die Zahlen bezüglich mexikanischen Kartellen, da sind das halt auch teilweise 20, 30, 40% der Gesamteinnahmen dort. In Deutschland weiß ich jetzt die Zahlen nicht konkret, wie sich das, also wie so die Bilanz der Hells Angels aussieht, aber einstelliger Milliardenbereich auf jeden Fall. Und auch mit das lukrativste Geschäft, deswegen lohnt es sich ja auch nur, weil in diesem illegalen Preis stecken ja auch die Kosten drin, dass gelegentlich beim Laden hochgenommen wird. Und wenn es sich nicht lohnen würde, würde es sich nicht machen. Wer da auch ein sehr gutes Papier verfasst hat, ist Kollege Tom Königs. Der kommt sogar ursprünglich aus Frankfurt, den könnt ihr vielleicht ein paar Leute auch kennen. Für die Leute, die ihn nicht kennen, ehemaliger Kollege von Joschka Fischer, war mal UN-Sonderbeauftragter, unter anderem für Afghanistan, hat auch inzwischen ein paar gute Bücher geschrieben, wo er eigentlich das Scheitern der aktuellen Politik vorgesehen hat. Und er sagt auch, der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert, hat einen schönen Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau gehabt und hat auch ein Thesenpapier, wo er schön klar macht, aus ökonomischen Aspekten, warum das Drogenverbot scheitern muss und warum diese Drogenökonomie, die wir derzeit betreiben über den Schwarzmarkt, die hohen Profite bringt und damit auch die Kartelle überhaupt erst schaffen kann. So, da war er. Würde dann Cannabis teurer werden, wenn man es jetzt legalisieren würde? Müsste es nicht, also es könnte im Prinzip billiger werden, weil wenn ich eine Steuer erheben würde, persönlich bin ich der Ansicht, man sollte halt die Steuer so anpassen, dass die Preise mehr oder weniger gleich bleiben würden. Das würde für vielleicht für Frankfurt und Berlin, naja, dann weiter bei 7, 8, 9 Euro liegen. Für manche andere Regionen, so tiefes Bayern oder so, die könnten sich dann freuen, nur 8, 9 Euro zahlen zu müssen. Und das sind durchaus Preise, die man verlangen kann und die auch der Schwarzmarkt nicht unterbieten kann, weil die illegale Produktion immer teurer ist und man im Prinzip alles, was an Schwarzmarktprofiten sonst erwirtschaftet wird, kann der Staat als Steuer abgreifen. Das ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Aber am Ende vom Tag ist es eine Frage des Staates, wie viel Steuern er erheben möchte, ob wie teuer oder wie billig es wird. Ich kann nur auch dazu raten, nicht so hohe Steuern zu erheben, weil was dann passiert, sehen wir gerade im Bereich Tabak. Da haben wir die Zigarettensteuern immer weiter angehoben, während es im europäischen Ausland sehr viel günstiger teilweise ist und teilweise auch inzwischen große Mengen über den Schwarzmarkt gehandelt werden. Und da haben wir gerade den Punkt, dass selbst minimale Erhöhung der Tabaksteuer zu einem massiven Anstieg an Verkauf von unverzollten Zigaretten führt. Da merkt man halt gerade, da darf man nicht mehr weiter rangehen, weil sonst kippt der Markt auch, sonst wird halt immer mehr über Illegale gehandelt und dann subventioniert man halt nicht das Staatssäckle, sondern mal wieder die Hells Angels, die sich dann per LKWs zulegen und dann zusätzliche Profite machen. Was im Übrigen auch eine weitere Gesundheitsgefahr bietet, also gerade gefälschte Markenzigaretten sind auch nochmal deutlich schädlicher als das, was normal verkauft wird, weil da halt noch viel weniger irgendwelche Sicherheitsrichtlinien beachtet werden. Ich wollte mich zurückhalten, aber ich muss es einfach sagen. Ich halte so einen Vortrag einfach für äußerst gefährlich. Diese Glorifizierung von Cannabis ist wirklich äußerst gefährlich. Du hast ganz viele Studien genannt. Ich kann jetzt auch anfangen, Studien zu nennen, was passiert, gerade bei Heranwachsenden, bei jungen Erwachsenen, dass das Gehirn verkleinert ist und so weiter. Man kann sehr viele Studien bringen, die genau ganz andere Sachen von den anderen Aspekt von dem Cannabis aufzeigen, was heute ja gar nicht vorkam. Heute war ja nur, Cannabis ist toll und wenn wir Cannabis legalisieren, würde das ja alles so vereinfachen. Das halte ich für äußerst schwierig. Und das würde ich auch gerne nochmal im nächsten WA besprechen, ob wir so solche Präsentationen auch nochmal so machen werden. Weil ich das für äußerst gefährlich halte, sowas. Im Zweifel, wen ich da empfehlen kann, damit man die Diskussion dann auf eine solide Grundlage stellen kann, lasst euch mal die Broschüren von der BZGA zum Beispiel von der BZGA schicken zum Thema Cannabis. Also wie gesagt, das ist der Stand, was die Bundesregierung so verspricht, die sicherlich nicht im Ruf steht, Drogen zu verharmlosen. Der Leiter der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, also was eigentlich auch eine Organisation ist, die von den Abstinenzverbänden entsteht, hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben, wo er Beiträge zu einer alten Diskussion von Herrn Gassmann. Auch er ist sicherlich, steht nicht im Ruf, Cannabis zu verharmlosen. Ich empfehle, diese Werke sich nur mal anzugucken, auch mal durchzulesen. Und dann merkt man relativ schnell, dass viele Dinge doch eher übertrieben dargestellt werden. Ein Grund, weswegen ich
Die gesundheitlichen Gefahren von Cannabis, habe ich am Anfang ja schon gesagt, die unbestritten existieren, nicht groß in den Mittelpunkt gestellt hat, ist daran. Daran würde das Verbot, verbessert ja nichts davon. Die Leute, die heutzutage Cannabis konsumieren und damit Probleme bekommen, machen es ja, obwohl es verboten ist. Und wenn es keinen Indikator gibt, dass im Falle einer Legalisierung mehr Menschen Cannabis konsumieren würden und Probleme bekommen, haben wir eine ganze Menge Kollateralschäden und unbeabsichtigte Nebenwirkungen damit wegnehmen können, dann ist das eine erfolgreiche Politik, weil sie weniger Probleme macht. Und ich gehe mit gutem Gewissen davon aus, dass man, wenn man endlich mal eine Prävention in diesem Umfang, wie hier skizziert, mal wirklich finanzieren würde, was ja nicht passiert, dann würde das auch eher zu weniger sorgen. Ja, aber gerade so eine Folie, wie das Ecstasy und LSD harmlos sind und ganz unten auf der Liste stehen, halte ich für äußerst schwierig. Also weil es einfach nicht so ist. Und ich kenne die Studie jetzt nicht genau, die hier gezeigt wurde. Dazu wurde ja auch nichts gesagt, was die genauen Zahlen sind dieser Studie und woher diese ganzen Infos kommen. Und deswegen halte ich das für äußerst schwierig, weil Studien sind halt Studien. Du hast jetzt gerade nochmal andere Sachen gebracht. Ich kann dir jetzt auch 4 Studien hier nochmal bringen, die ich gerade aus dem Internet gefunden habe, die genau was anderes sagen. Also es wird ja kontrovers diskutiert und es gibt Studien in die eine und in die andere Richtung. Und deswegen... Zu den Studien nur 2 Punkte. Also erstens zur Studie von David Nutt hatte ich ein bisschen was erzählt. Auch die Grundlage dessen, weil die erste Grundlage war, dass... Nein, er sagt nicht, dass es harmlos ist, sondern er hat Experten in Großbritannien gefragt. Also er hat zum Beispiel geguckt an dieser einen Universität zum Thema Psychiatrie, welche Leute haben da einen Lehrstuhl oder einen Lehrauftrag und sind Experten von dem Thema Drogenabhängigkeit. Und hat denen diese Fragebögen geschickt, hat den Streetworker geschickt, sonstigen Therapeuten etc. Und dann haben sie bewertet, wie sehen sie die Gefahr für unterschiedliche Substanzen. Und wenn man sich dann das Ranking anschaut und die unterschiedlichen Kriterien, sagen sie einfach, dass zum Beispiel die Substanzen, die relativ weit unten waren, zum Beispiel nicht das Phänomen haben, dass die Leute massiv davon abhängig werden, was ein Phänomen ist, dass einfach so ist, dass die Leute nicht anfangen, gewalttätig zu werden, was bei Alkohol nicht kleines Problem ist. Also insofern, und der Mensch war auch ehemaliger oberster Drogenberater der britischen Regierung, die auch nicht im Verdacht steht, jetzt Drogen zu verharmlosen. Das ist der eine Punkt, den anderen habe ich gerade wieder vergessen. Ja, ich würde darauf gerne nochmal kurz eingehen. Also ich glaube, der gesundheitliche Aspekt, der wurde ja am Anfang eindeutig gezeigt. Also es geht ja nicht um eine Verharmlosung des Konsums, sondern es geht darum, einfach einen freiheitlichen Aspekt zu haben. Ich glaube, den sollten gerade wir als Jusos auch haben, dass wir sagen, wir sind für ein freies Leben. Wir wollen, dass die Leute das tun, worauf sie Bock haben. Und das betrifft ganz viel, aber eben auch die Drogenpolitik. Und deshalb finde ich so eine absolute Verbotspolitik da absolut falsch angesetzt. Und ich meine, dass es gefährlich ist, das wurde definitiv aufgezeigt. Und ich meine, dafür gibt es Präventions- und Bildungsmaßnahmen, dass man sagt, hey Leute, und ich meine, wenn man sich an die eigene Schulzeit zurückerinnert, da sieht es ziemlich mau aus. Also bei mir in der Schulzeit war das einmal Alice, die da waren und da gute Arbeit leisten, was aber jetzt keine staatliche Stelle ist. Und sonst kommt dort nichts Fundiertes. Das heißt, ich glaube, dort in dem Bereich kann man einiges machen und dann ist ganz allein aus dem freiheitlichen Aspekt, da wurden noch ganz viele andere genannt, wenn man sich zum Beispiel mal internationale Beziehungen in die Richtung das anschaut, da ist es ganz klar, dass man rein aus diesem internationalen Aspekt, aus politischer Sicht, da das definitiv erlauben müsste, weil wenn man sich anschaut, was in Mexiko passiert, das ist halt einfach heftig, das kann man nicht tolerieren. Afghanistan ist genauso ein gutes Beispiel dafür und von dem her würde ich vielleicht die Frage stellen, inwieweit eine Legalisierung jeglicher Drogen aus den genannten Gründen eigentlich das die richtige Forderung wäre. Also Frage an dich. Also persönlich bin ich durchaus der Ansicht, dass...